Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen Cobra erkundet. Das, ja, also in den letzten 10 Folgen wahrscheinlich schon. Ja, wie man sieht, ich bin jetzt hier wieder hier, wo wir eigentlich hingehen sollten, ne? Storymäßig. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal hier so ein bisschen weiter, ne? Ich weiß nicht, wie weit wir hier vom Endkampf entfernt sind oder so, ne? Aber das hier sieht zum Beispiel nach Endkampf aus, so ungefähr, obwohl da drunter sind auch noch ein paar Sachen. Na, ich habe mir gedacht, wir machen mal so hier so ein bisschen weiter. Oh, jetzt noch eine Menge. Oder ist das? Ne, das ist hier unten schon, okay. Und ja, gucken wir mal, wie es hier so weitergeht, ne? Und all das Zeugs, ne? Guck ich das mal an. So, jetzt ist das wieder normal. Vorhin sah das irgendwie sehr komisch aus. Da hat man irgendwie so die Umrisse von der Elektrizität gesehen. Die war irgendwie, weil nicht so, sah ein bisschen komisch aus. Man hat die Elektrizität gerade um das Ding so rum gesehen, aber die hat sich nicht bewegt. Also war irgendwie so ein Glitch. Ist leider schon wieder weg. Schade. Gut. Wir machen weiter mit unserer Erkundung hier, ne? Und guck mal, was hier so noch passiert, storymäßig, ne? Ich habe nämlich irgendwie so, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hatte ich mir so gedacht, so, oh, sobald wir jetzt hier hingehen, weil das Zeichen halt hier ist, dass dann direkt ein Bosskampf oder so kommt, aber muss ja nicht unbedingt heißen, ne? Keine Ahnung. Egal. Ich glaube, da kommt noch, ich glaube, da aktualisiert sich wieder, sobald ich da drauf gehe, ne? Ja, guck mal jetzt, ne, doch nicht. So, jetzt irgendwo ein Samen. Mir fehlen nur noch ein paar. Alles klar, ich weiß nicht, ob der immer sagt neu oder nicht. Aber ich kann irgendwie nicht sagen, dass ich nur so viele Sachen noch nicht habe. Ja, und hier ist eine. So, warum liefern die sich noch mal eine Luftschlacht? Ich bin schon wieder ein bisschen so draußen aus der Story, weil das schon so lange her ist, ne? Na, warum kloppt er sich jetzt da oben mit denen? So, wir müssen hier den Garten bringen. Wir müssen natürlich hier den einen Kollegen erledigen, ne? Der ja schon lange nutzt hat. Na, guck mal, jetzt hat sich das Ding wieder woanders hin bewegt, ne? Ja, jetzt da schon wieder. Da war bestimmt der finale Boss, ne? Ich weiß nicht, ob wir den heute dann schon direkt machen in diesem Part. Irgendwie ist da noch ein Gebiet. Boah, kann die Kamera mal nicht. Alter. Kamera bitte. So, ich will da oben gucken. So, hier ist was auf der Seite, aber ich glaube, da kommen wir von der anderen Seite raus hin, ne? Ja. So, was ist das? Sehen modifiziert aus. Oh. Wahrscheinlich für diese Höhe. Gott, das kann ich ja noch selber verzehren. So, ich will außerdem versuchen, so ein bisschen, ey, so ein bisschen an einigen Trophäen zu arbeiten, ne? Deswegen habe ich hier meine Knarre, ne? Wegen dieser Schnellziehen-Fähigkeit, ne? Das heißt, ich muss Dreieck drücken, ich muss schießen drücken, wenn kurz bevor ich angegriffen werde, was ja durch nicht immer optimal einfach ist, ne? Aber versuchen wir trotzdem, ne? So, ich will erst mal versuchen, ob ich da hinkomme. Ja, weil hier ist ein Weg, ganz eindeutig. Ja. Also ja, wir arbeiten auf einige Trophäen hinzu. Wir machen ein bisschen der Story weiter, nicht unbedingt bis zum finalen Boss oder so, aber gucken wir mal. Oh Gott, das wird nicht reichen. Aber oh, da sieht doch voll so aus, das könnte man dahin. Ja. Ach, warum verschwinden die Dinger denn? Ich nehme an, damit man die halt nicht. Greifpunkt wo? Ja, ich habe den gerade da platziert, aber anscheinend nicht richtig. Irgendwie muss man da hoch. Boah, die Kamera hier ist so kacke, ne? Ich will da oben mich rumbewegen, ne? Zu gucken, wie der Weg so aussieht. Kann auch sein, dass ich von hier aus irgendwie dahin muss, ne? Ja, ich glaube, ich muss sogar von da aus.
Na, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Also ich muss das Ding da platzieren, ne? Oh, ich konnte bewegen von hier aus. Gut. Ich kann auch versuchen, noch höher zu bewegen, ne? Ich glaube nicht, dass ich dahin muss. Okay, das habe ich überlebt, ehrlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, was machst du da? Na gut, das kann ein bisschen dauern, ne? Hör auf, da festzustecken. Na, komm schon. Aha. Hm, was ist denn schon wieder los, Mann? Na gut. Aber irgendwie muss man ja da rüberkommen, Mann. Schon wieder irgendwas fundamental falsch, ne? Pass auf. Jetzt wüsste, wo genau das ist, ne? Und oh, hier ist eine Pflanze irgendwo. Wo bist du? Hier? Oder hier? Oder hier? Hier? Samen. Pflanzen wir sie ein und bitten Pili um Infos. Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkommen soll. Das sieht irgendwie so aus, als wäre da unten, ne? Was? Aber der Sinn ist ja auch nicht hier unbedingt hier irgendwie weiterzukommen in der Story, sondern einfach nur so ein bisschen voranzukommen, würde ich sagen. Habe ich da Tür? Nee. Na, lass mich mal hier gucken. Hier sieht so aus, als müsste man dahin, ne? Ja, da. Also muss ich das Ding wieder im platzieren. Kann ich das von hier aus? Ja, kann ich sogar. Haha. Alles klar, hab schon wieder nur die falsche. Boah. Hab schon wieder nur eine falsche Idee gehabt. Man kennt's ja. Ah, geh da rein. Meine Güte. Da. Und nun. Ach so, das ist eine Wand. Ich schon voll paranoid immer alles nachgucken, ne? Kannst du mir helfen? Ja. Schon mal Knarre. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Oh, aufleveln hätte ich vielleicht mal machen sollen, ne? Ich habe gezählt. Ich glaube, ich brauche nur noch 14 Level. Dann habe ich alles. Meine Fähigkeiten, das heißt, Weisheit kann irgendwann rausgenommen werden, ne? So, ich brauche nur noch 10 Level, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas gerade aufleveln will. Ich glaube eher nicht, ne? Ah ja, wir nähern uns so dem Maximum an, was ich so an Zeugs brauche. Wenn ich Weisheit rausnehme, dann kann ich ganz offensichtlich noch irgendwas Nützliches wieder reinpacken, ne? Weiß noch nicht was, aber irgendwas werde ich schon finden. So, ich nehme mal, ich muss hier hin, ne? Weiß nicht, ob mir diese Dinger gefallen. So mit diesen Dingern hier durch die Gegend zu fliegen, finde ich nicht so gut. So. Außen auf dich auf, Kerl. Raider und Imperiale gehen sich gegenseitig an die Kehle. Damit werden wir fertig. Versuch Dagon zu finden. Roger. Kann ich da überhaupt zurück? Ich glaube nicht, ne? Ach, da muss ich den Vogel nehmen, ne? Mann. Weil da ist nämlich noch was. Ich dachte, man kann auch irgendwie hochfliegen. Nee, da komme ich nicht hin. Ich glaube auch nicht, dass ich da hinkomme. Komme ich da hin? Ah, da ist so ein Endhaken, alles klar.
So, wenn wir schon mal hier sind, dann holen wir uns natürlich auch noch alles ab, ne? So viele Sachen fehlen uns nicht mehr, ne? Ja, wo ist ein Boom? Meins. Bringen wir sie zu See. So, irgendwann fehlt hier noch Datenbank. Schon wieder irgendwo was hier verpasst zum Analysieren. Oh Gott, Fläche unten. Idee? Nein, okay. Okay. So. Wer sind diese ganzen Leute? Ist das nur Body, der uns hier hilft? Dann kommen die ganzen anderen Raumschiffe her. Wie komme ich jetzt darüber? Na, so Luftströmungen irgendwo. Ach so, da hinten. Ja, irgendwie kann man höher fliegen, was ich irgendwie nicht bemerkt habe. Also vielleicht kann ich so irgendwie dieses ein Gebiet erreichen mit dem Damm. Ich habe noch nie ausprobiert. Das ist mir irgendwie letztens so aufgefallen. Also man kann irgendwie so ein bisschen nach oben fliegen. Ich weiß nicht, ob das einen hilft, so höhere gelegene Orte zu erreichen. Aber kann man ja mal versuchen, ne? So. Zwei Thronen, zwei Datenbanken, zwei Schätze. Irgendwo habe ich wieder was. Irgendwo habe ich schon wieder was verpasst, ne? Aber was soll's, ne? Oh Gott. Mein Gott. Das sieht nicht sehr sicher aus, aber okay. Kloppt ihr euch denn da mit den Raiders? Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Ah. Kann ich dabei immer noch nicht. Komme ich raus da? Jemand da? Nein, habe ich auch noch. Ich bin auf Jedi Großmeister, ne? Seit ich das hier einmal runtergestellt habe, ne? Mit diesen beiden. Mit diese eine Quest hier. Diesen einen Machtriss, meine ich. Bin ich jetzt etwas paranoid. So. Oh, guck, ob das funktioniert, ne? Ist ja immer so eine Frage, ne? Ob das funktioniert oder nicht. Das Feuer ist gar nicht am Brennen. Bei mir ist das nicht am Brennen, aber okay. Boah, ich habe das Gefühl, je länger ich das Spiel spiele, desto mehr Glitches sehe ich. Na, wofür brauche ich das hier? Um zurückzukommen, ne? Mal da ein. Nein. Oh. Ja. Wer klappt sich denn da? Wie lange braucht ihr denn, um irgendjemanden? Versucht ihr auf das Schiff zu ballern oder was? Kann man da rennen? Ja, ne? Nö. Weil das Spiel sagt mir schon, wo ich die Dinger platzieren muss, ne? Wo komme ich denn da hin? Da komme ich aber nicht hin. Nein. Nein. Komme ich da hin? Ja, ne. Schaden.
Da habe ich gerade zwei von hinten. Nee. Das ist anders, als würde ich auf so einem Basketballfeld laufen. Irgendwie quietsche. So. Hoffentlich bist du einsatzbereit. Sieht nach einem großen Feuergefecht aus. Wir schaffen das. Viel Glück. Ich habe anscheinend einen Raider hinter mir. Muss ihn abschütteln. Alles klar, hau rein. Oh, da schon. Meditationspunkt, okay. Machen wir eine Pause. Cool. Lernen wir mal ein paar Sachen, ne? Nicht mehr viel übrig. 14, ne? Also. Was brauche ich denn hier noch eigentlich? Ne? Zwei Schwerter und ein Schwert. Nehmen wir das hier. So, was ich nach dem. Ja, ob das genauso schwierig wird wie parieren, weiß ich nicht, ne? So. Und zweimal Lichtschwert werfen, ne? So ein bisschen kenne ich die ja schon jetzt auswendig. So. Aber darum kümmern wir uns erstmal nicht. So, einige Trophäen möchte ich darauf hinarbeiten. Irgendwie so Sachen wie, oh Gott, ich habe so Gefühl, wir kämpfen ja gleich gegen Boss. Oh, schon wieder. Wir sind irgendwie keine Gegner und so, ne? Lass uns die Daten des zu sie bringen. Oh nein, was ist das denn? Seid ihr? Ich höre euch überall. Da oben? Ich höre überall Gegner, aber ich sehe keine. So, wo komme ich da hin? Da. Sieht aus wie dieser eine Weg, den wir ja damals zu Ravis machen müssen. Guck, guck, da sind Gegner. Hallo. Oh. Ja, greif nur das Ding an, leider. Ja, habe ich gar nicht bemerkt. So, muss ich ja mit diesen Dingen ja Angriffe ausweichen, ne? Das ist natürlich die beste Gelegenheit hier gerade an Trophäen zu arbeiten, ne? Boom. Aber ich muss sie damit erledigen, leider. Was wird hier? Was wird hier? Schon wieder zu viele Gegner hier. Idiot. Ja. Was zum? Ja, wenn die mal ein bisschen physisch angreifen würden, ne, dann könnte ich auch vielleicht ausprobieren mal. Wird glaube ich nichts mit den Trophäen. Muss ich mal extra irgendwie so ein Part machen oder so, ne? Ha. Habt ihr gesehen, wie schnell ich dann noch hingewechselt habe? Na! Ah! Kann ich mit denen eigentlich auch Schmettern einsetzen? Mein Gott. Mein Gott. Was ist das? Ah, du kannst da nicht runterfallen, nett. Was? Hey, wie geht's, ne? Na, wer ist jetzt? Die Imperialen hatten ihm nichts entgegenzusetzen, aber Dagon ist nirgends zu sehen.
Nun, wir glauben zu wissen, wo er hin will. Wir treffen uns oben. Wer ist jetzt der Löwe? Ha? Wo komme ich hier runter? Oh, wieder hier. Brauche ich noch nicht. So. Ja. Geht nicht, ne? Du. Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Okay. Oh nein. Ja, den krieg ich doch nie im Leben. Was ist das? Ich habe ihn gekriegt. Ich wette, Sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Okay, der war aber auch ein bisschen einfach zu erreichen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie sieht's hier eigentlich aus? Wir bauen noch 7 von denen. Eine von denen. 3 Samen. Wo ich die finde, weiß ich. Weiß nur noch nicht, wie ich da hinkomme. Auch hat mich echt getroffen. Okay, irgendwie sie. Das Gebiet, was hier am Ende irgendwie, aber ich halt besser die Klappe, weil ich kann mich noch erinnern, da guck mal hier. Genauso sah es aus vorhin, als ich das Spiel gestartet hatte. So, das sieht irgendwie nicht so, doch. Ich habe das Gefühl, das Ding muss ich. Ich dachte, ich muss das mit der Macht irgendwie bewegen, aber okay. Okay, weil ich kann mich noch in Fallen Order erinnern, da gab es irgendwie, weiß ich nicht, so eine. Was zum? Hallo? Boah, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg kehren. Boah, Junge, was ist denn hier los? Auf einmal. Boah. Ich kann mich in Jedi Fallen Order erinnern, da gab es irgendwie so im Final Dungeon, gab es irgendwie so eine. Da musste sie irgendwie gegen 20 Gegner hintereinander kämpfen irgendwann. Und, boah, was hast du da eigentlich? Ja, ich komme einmal kurz da dran, aber mein Gott. Perfektes Timing. Danke. Ich suche einen Landeplatz. Ja, gefühlt wird aber nicht immer passieren, ne? Beim zweiten Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, wird er wahrscheinlich nicht passieren, ne? Na, komm mal her. Nein, mach dir nicht platt. Ich will die gerade. Ich bin geil auf Achievements gerade. Weil dafür gibt es auch irgendwie eine Trophäe. Boom. Nein. Ja, Mann, ihr greift allzu langsam an. Boom. Ha. Ey, yo. Mal ein paar Kugeln. Hör mich mal an. Ah. Ich bin okay. Soll ich vielleicht öfter mal benutzen? Man verbraucht immer Macht. Das soll ich irgendwie 50 Mal einsetzen. Ja, super. Oh. Beinahe nicht gesehen. Was habt ihr mit dem Observatorium vor? Was? Wir befolgen nur Befehle. Nur ein Bauer. Hast du ein Kommunikationsgerät bei dir? Das sind nur Haare. Ja. Und was auch immer das sein soll. Jetzt.
Mein Name ist Dagon Gera. Euer Angriff hier ist gescheitert und die Leben eurer Soldaten sind verwirrt. Was ist einfach mal los mit dem Spiel? Ich habe getan, was ihr verlangt habt. Lass mich gehen. Gut. So, okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, der hält den Nagger irgendwie so fest oder so, ne? Ach man, wir sind ja auch immer los mit dem Spiel. Je länger ich spiele, desto mehr Bugs kommen ja irgendwie, habe ich so ein Gefühl. Was ist er denn, Mann? Ey, was ist ja los? Sah so das Spiel damals aus, als er rausgekommen ist. Ich habe gehört, das war voller Bugs, als er rausgekommen ist. Da ist sogar ein Zeitlupe. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Aua. So gut wie geschafft, das spüre ich. Dann haben sich die ganzen Jahre auf diesem Provinzplaneten gelohnt. Für Tenelor, Ravis, ich werde den Weg dorthin in deinem Namen freiräumen. Nein! Hi! Was geht? Ja? Komm, ich hab Bock, ein bisschen auszuweichen. Hey, was ist hier? Ihr Spiegel wird immer kaputter. Ha! Kommst du denn her? Komm. Komm her. Wie gesagt, ich habe gar nicht geguckt, ob ich genug Dings hatte, genug Munition, aber egal. Ha. Ich betrete einen Raum, ohne mein Lichtschwert zu ziehen, weil sie ein Klo sehen. Oh, da ist auch noch ein Boss, sehe ich gerade. Dann hat dein Meister schlecht gewählt. Ha. Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Okay, hier müssen wir mal ein bisschen. Oh, ich hasse diesen einen Sagen, er trifft mich immer. Was halt? Er ist Thaddeus. Die sind Thaddeus. Wir beide sind Thaddeus. Kommt sogar. Ey, diesen Angriff kannst du nicht ausweichen. Der macht immer die Hälfte von deinen HP an Schaden, ne? So, okay. Nehmen wir an, kloppen wir uns mit dem. So, eigentlich ein Gegner vorhin. Ein Druidi. Ein Druide. Oh, ein Druidi. So, ihr ignoriert mich mal bitte. So, ach nee, jetzt muss ich hier schon wieder rüber. What? Okay, ich glaube, die wollen mich verfolgen, aber... Ey, warte mal. Ach, jetzt muss ich das Ding ja immer wieder aktivieren. Boah. Muss man da irgendwie eine Abkürzung freischalten, oder? Weil der Weg ist ein bisschen Nervchen. Okay, dann... machen wir den mal ernsthaft platt, ne? Damit wir hoffentlich sicherstellen können, ja. Aber ich habe keine Lust, immer den Weg hin zu rennen. So. Oh, ich hab schon wieder auf. Okay. Warte mal, sind wir. Ja, cool.
Komm mal alle her. Hier noch eine andere Trophäe. Boom. Reingeschmettert. Und ich verschwinde. Ciao. Wow. Wie der jetzt bewegen kann, ne? So, lass mich mal kurz hier umschauen. Ja, wusste ich. War ja. Oh. So. So, da links war der Typ, ne? Kann ich das hier? Ja. Ist mir letztens hier in dem Lookalike auch aufgefallen. Da gab es irgendwie so ein. Ja, guck mal hier. Da gab es irgendwie so einen Aufzug, den ich noch nicht aktiviert hatte. Und ja. Weil ich da nicht drauf getreten bin, habe ich den nicht gesehen. So. Kann ich den nicht einfach da runterschmeißen? Nein, sind überall Dinger. Hey. Mein Gott, was ist denn mit ihm los? Versuch's nochmal. Er tanzt. Nimm das. Hey, Kumpel. Warum ist der jetzt auf einmal so einfach? Eine lebende Legende. Ich habe alle legendären. Ich habe alle legendären Gegner erledigt, ich glaube ich. Oder wieder auf. Okay, warum hat der jetzt auf einmal so einfach? Was ist hier eigentlich los, Mann? Ich spiele jetzt heute voll auf dem Trip. Oder ich bin einfach zu gut mittlerweile. Oh nein. Obwohl. Ich dachte, jetzt taucht der noch ein Boss auf, aber kann er nicht. Oh. Verriegelt. Macht man denn dagegen, ne? Ist hier unten noch was? Da unten sieht doch aus, als könnte man ihn. Aha! Aha! Oh. Ich benutze gar nicht meine Hand. Ich benutze die Macht. Showdown, oh. Das sieht noch einen guten Griff aus. Ich glaube, hier ist der offizielle Weg, den man eigentlich. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, an welche Wand ich hier laufen will. So, halt. Nein, okay. So, hier ist der offizielle Weg, ne? Ich habe es natürlich wieder ein bisschen spektakulärer gemacht, ne? Oder bin ich jetzt hier auf der anderen Seite? Ja. Also eine blöde Abkürzung. Ich glaube, sieht es hier aus. So, ein Ding fehlt mir noch. Eine Truhe, alles klar. Wo ist die? Die schon verpasst. Kamera. Hier drüber irgendwo. Wenn ich mal näher rangehen könnte, ne? Warte mal, lass mich da mal zurückgehen. Das sieht so aus, das sieht so ein bisschen aus, als müsste ich da irgendwie hier dieses eine Ding dahin bewegen, ne? Um da hinzugelangen. Hab dich gefunden, Eindringling. Ah, da warst du. Puh. Da kann man auch irgendwie so abtreiben, ne? Huh. Huh. Behalte sie im Auge. Huh. Ach, das ist entweder so oder so, ne? Sein aufrokussierter Blick, ja, ne? Hup. Hup. Das soll ich irgendwie 50 Mal machen. Was wird grinden wir da mal ein bisschen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Los, komm. Gib mir hart. Ja. Komm, gib mir. Gib mir volles Mund aufs Maul. Ha.
Kopf. Du willst mich. Du willst mich. Das ist deine Chance, den Jedi zu töten. Komm. Holla, holla, holla. Das war nicht richtig. Los. Bisschen aggressiver. Ein bisschen mehr Schmack, es muss immer. So hat ja der Kampf gegen Rick aussehen müssen. Den Techniker. So, bist du gerade gestolpert? Ho, ho, ho. Ich muss auch nah dran sein an die 50, ne? Ho. Ho. Wenn ich die Trophäe irgendwie nicht freischalte, dann wird das natürlich alles rausgeschissen, aber ich nehme an, das wird schon hier. Was? Was hier? Na komm. Du kannst jetzt. Ich glaube an dich. Ho. Du musst nicht versuchen, du musst es tun, okay? Warum verlitten der eigentlich Dings hier? Ausdauer. Wir sagen sehr gutes Training hier für so Präzisionsausweichen, ne? Ich hab verfehlt. Wie ich ihn auch voll kackbrech die Knarre ins Gesicht halte, ne? Ja, komm. Das ist deine Chance. Hab mich voll getroffen da gerade. Mit Danilo Trophäen grinden, ne? Ist voll. Voll spannend, ne? Ich weiß. Ist gar nicht so schwer. Ist einfach als parieren, habe ich so gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob das als fokussierter Blick überhaupt zählt, ne? Warte mal. Ich soll 50 mal fokussierter Blick einsetzen, ne? Wenn ich hier unter Dings gehe, unter Kampfstil, ne? Zählt das unter Macht? Fokussierter Blick. Ne, da ist das hier, ne? Ne, das hier ist Präzisionsausweichen. Na, dann bringt das gar nichts her. Ah. Dann bringt das überhaupt nichts, Mann. Ich muss dieses aufgeladene Ding hier machen. So, ich will sehen. Ich bin hier. Mein Gott, mit zu. Also hiermit muss ich das machen, ne? Und nicht mit diesem Präzisionsausweichen. Auf den Punkt. Jetzt kriege ich das Timing nicht hin, ne? So. So, haben wir uns ein bisschen amüsiert mit einem Sturmtruppler, mit einem Scout-Truppler. So, irgendwie ist da eine Wand. Ist das hier? Das ist hier, ne? Und irgendwie muss ich da hoch. Aber irgendwie lässt er mich das Ding nicht platzieren. Warum nicht? Da kann ich es platzieren. Ach hier! Los, Attacke! Da kann mal einer von euch aufhören zu schießen. So, jetzt du, komm her. Was sehe ich denn hier Schönes? Stim Upgrade von allen Sachen. Hoffentlich brauchen wir ihn nicht. Schenkel, Ellbogenklopfer meine ich, nicht Schenkelklopfer. Maximal Stims erhöht. Cool. Sag mal, 12 von den Oschis. Und die wurden wieder alle aufgefüllt. So, jetzt mal weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, ne? Da oben ist auch noch ein Gebiet, aber hier haben wir erstmal alles. So, wo muss ich überhaupt hin? Achso, hier irgendwo, ne? Hier. Da ist unser Mann. Was? Oh. Habe ich da ihn rufen? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Bin ich ja richtig? Gott. Oh no. Hier runter, ne? Was ist das hier? Crash Bandicoot? Ah! Ha, ha, ha.
Okay, springen, keine gute Idee anscheinend. So. Tut mir leid, dass du warten musst. Ich habe vor der Landung ein paar Battle im Fliegen zerquetscht. Kein Problem. Vor uns ist ein ganzer Schwarm von denen. Bist du bereit, Bruder? Holen wir uns den Kompass. Ja, das ist wie so ein Prototyp von so einem X-Wing. Reale gibt's hier fast keine mehr, was? Sie haben die Battle im Raiders unterschätzt. Ich sag dir eins. Deggan mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben, er führt sie nach Tenalor. Nur über meine Leiche. Der Haufen. Er hat einen Haufen Barbaren auf seiner Seite. Mehr nicht. So Raiders. Oh, ich hätte gedacht, dass er den kaputt geht. So. Nun. Ich muss irgendwas mit ihm machen, oder? Wo muss ich jetzt hin? Da oben hin. Ja, so ein Ding muss ich wieder platzieren. Das Ding da aktivieren von hier aus. Mal wieder zurück, ja. Okay. Und da hoch. Boah. Einziger Weg führt nach oben. Mann, wird das. Kommst du, Schrottsammler? Ich bin schon weg hier, aber willst du eigentlich von mir? Ich frage mich, wie lang die Story noch ist, ne? Ich bin jetzt irgendwie bei 87% und so, ne? Wenn man darüber nachdenkt, dass ich schon das meiste eingesammelt habe. Wir haben einen erwischt, der fliehen wollte. Ich gucke ja auch immer wieder bei den Trophäen nach, gibt noch einige Versteckte. Und irgendwie, da sind irgendwie noch 5-6 versteckte Trophäen. Ja, am liebsten ist der Tochter Schwarzmarktscanner, den ich einem Huttenvollstrecker abgenommen habe. Ich war ein schrecklicher Vater. Niemand ist perfekt. Du kämpfst, damit sie ein besseres Leben hat. Du hast recht. Das ist alles für sie. Meine Morde sind alle gerechtfertigt. Du hast recht. Ich gucke ja immer bei den Trophäen nach und kriegst halt jedes Mal, wenn in der Story irgendwie. Keine Ahnung, nachdem wir die 9. Inquisitorin jetzt zum Beispiel erledigt haben, haben wir eine Trophäe bekommen, ne? Und dann nach jedem anderen wichtigen Boss und so. Und das sind meistens immer die versteckten Trophäen, weil die halt voll mit Spoilern sind. So, was? Wir kämpfen gegen die 9. Inquisitorin, ne? Deswegen sind die immer versteckt. Und ich habe irgendwie. Warte. Und ich habe irgendwie gesehen, so, ja. Da sind ungefähr neun. Da sind ungefähr. Ich habe da bestimmt einige Sachen verpasst, ne? Was? Ich wollte nur mal nachgucken, ob da noch was ist. Boah. Also ja, ich habe irgendwie so, weil nicht noch. Also 5-6 versteckte Trophäen, die alle so angeordnet sind. So nach den ganzen Story-Trophäen. Was ich. Irgendwie schwer vorstellbar. Ich glaube nicht, dass das alles Trophäen für die Story sind, weil das sind noch 5-6 Stück oder so, ne? Ich glaube nicht, dass da noch so viel storymäßig kommt, ne? Dass da irgendwie, weil nicht noch gegen 5-6 wichtigen Bosse oder irgendwie sowas kämpfen muss. Ich habe so ein Gefühl irgendwie untersuchen. Wir sind schon fast an der Spitze angekommen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt war für Dagen ist irgendwie, weil nicht, der kommt bald, ne? Ich muss mich konzentrieren. Also ich weiß nicht, wie da noch irgendwie noch 5-6 andere Gegner kommen. So, irgendwas kann ich noch lernen, ne? Mittlerweile sind ja egal, was ich noch lerne. Eine Fähigkeit verfügbar, welche hier gibt. Ja. Nice. So, hier waren wir noch 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir machen noch 9 Level Ups. Schauen wir auch noch, ne? Bereit. Ich bin bei dir. Ich bin auch ganz bereit. Aber ob wir noch so erreichen. Eins, dem haben wir noch. Wirklich drücken? Haben wir eine Wahl? Gut, dann los. Warum sprichst du halt an? Für dich, einer für mich.
Nett von dir, dass du teilst. Okay. Na, warte mal, wo wir da reingehen. Gibt's hier wieder irgendwie eine? Sieht nicht so aus, ne? Boom, boom. Ja, guck mal, wie die beiden auf mich losgehen. Ey, das gibt's jetzt nicht. Ah, hier. Das ist ja sehr gut gemacht. Hat den überhaupt nicht erreicht. Dann machen wir mal den hier, ne? Und dann mache ich mal den hier. Ja. Ja, diese ganzen. Ach. Ich will ja die ganze Zeit mein Dings hier einsetzen. Ich will ja die ganze Zeit mein Lichtschwertwurf einsetzen. Boom. Au. Finde ich super, die beiden auf mich losgehen, ey. Alles klar. Du bist okay. Nochmal. Macht das. Sehen wir es uns an. Kleines Okula. Hilf mir bitte. Lukula. Hm. Hallo. Ich finde gut, dass er immer in diese Pose hier rüber geht, so dieser Pain-Pose ja von Naruto. Er hat immer seine Arme so vor sich gehabt, so damit er seinen Almighty Push einsetzen konnte. Wo muss ich ihn jetzt hin? Mach was, Bode. Ah. Ja, darum sehe ich was, aber komme ich da hin? Kann ich das erreichen? Irgendwie nicht, ne? Na komm. Irgendwie kommt das da nicht raus. Ja, muss ich das so erreichen? Ich weiß es nicht. Ne, ich habe mich ja gefühlt, da richtig jetzt. Ja. Da runter? Nee, ne. Das ist irgendwie das Einzige, was mir so angezeigt wird. Kann aber nicht richtig sein. Warte mal, ich höre irgendwo Elektrizität. Da unten? Ist das Elektrizität? Nee, ne. Ich höre irgendwo was. Kannst du das den Code schließen? Da, boah. Na, komm noch mehr, ehrlich. Boom. Geh du mal auf die los. Aha, war ich dann dauernd getroffen. Ich habe doch gedacht, gehalten. Hey, Vater. Hey, Vater. Nein. Bleib schnell an. Nein, das hat überhaupt nichts gemacht. Das habe ich kaum gespürt. Nein, ich wollte jetzt gerade schießen. Also war. Boah. Und nun. Ich denke mal, das ist alles super lustig hier, wenn du irgendwie auf niedrigen Schwierigkeiten gerade spielst und du kannst irgendwie, weil nicht
voll herum experimentieren und so, ne? Verteidige mich. Kannst irgendwie voll herum experimentieren und so und allen möglichen Mist hier anstellen, ne? Aber in höheren Schwierigkeitsgrad funktioniert dann alles nicht so. So Gefühl. So, klopft euch mal alle gegenseitig. Ah, sehr gut. Oh, aufregend. Zeit, ihn zurückzuholen. Sorry, dass ich das, gemacht habe. Geh mal auf den Leute, auf die Leute los. Oh, das ist auch so ein dicker. Oh Mann. Ah. Mach mal auf. Voll der dämliche Mechanismus, ey. Na, komm her. Boom. Sowas von unzivilisiert. Finde ich gut, dass er einen Schaden macht, aber ich nicht. Guck mal hier. Ja, ich mache ihn keinen Schaden, ne? So, ich muss mich heilen. Der haut mich mit einem Schlag weg. Also, warte, ja. So stumpfsinnig, ne? Ja, mit seinem blöden Dropkick. Halt. Du schaffst das. Boah, ich hasse es, wenn Verbündete so stark, viel stärker sind als ich. Habe ich in Fallout 3 schon immer genervt. Also du hast ja einen Hund in Fallout 3 und der hat irgendwie, je nachdem was für ein Level du hast, war der irgendwie auch höher gelevelt, ne? Und dein Hund in Fallout 3 konnte absolut alles aushalten, ne? Du konntest ihn hier mit 5 Atombomben hier bombardieren und der hat das überlebt, ne? Du hättest ihm wortwörtlich irgendwie einen Gegnerarmeen reinschicken können und der wird gar keinen Schaden bekommen. Finde ich ein bisschen doof. Die Zeug, mach dir keine Sorgen. Okay, wo will ich damit hin? So, jetzt erstmal nur umschauen, aber ich habe ja immer ein Zeitlimit, wenn ich an die Dinger drin bin. Ich dachte, ich kann mich da festhalten. Ja, das ist immer so die Sache an diesen blöden Dingern, ne? Die hatten irgendwie dieses Zeitlimit eliminieren sollen, natürlich an ihnen festhalten kannst, ne? Ich muss immer erst gucken, so, wo muss ich jetzt hin? Was jetzt? Oh nein, ich springe ein. Oh, ich bin tot. Das ist voll nervig gemacht. Ja, bevor ich irgendwie mal weiß, wo ich hin muss, ne? Dahin? Keine Ahnung. Lass mich bloß nicht mal irgendwie durch die Ideen gucken oder so, ne? So, jetzt bin ich doch wieder hier. Lass uns die Datendesk zu sie bringen. Pff, der steht direkt da. So, das war gut, aber nicht da, wo ich hin muss. Oh, da ist irgendwie was. Hallo? Ein Moment. Ich muss das Ding noch weiter drehen hier. Irgendwie da draußen ist irgendwie was. Nee, über mir ist das. Ja, ist hier noch was? Ist hier noch was? Irgendwo in der Ecke versteckt? Nein, okay. Na, also
So, jetzt muss ich aber auch wissen, wo ich hin muss, ne? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Er bringt ja nicht das Ding noch mal weiter zu drehen, ne? Ja, warte mal, da ist eine Tür irgendwo. Ja, da ist das Ding. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Da muss ich irgendwie. Ach so, ich muss das Ding. Aber ach so, weil er dann auch okay. Da kann zwei Dinger ja aufmachen, alles klar. Jetzt muss ich das Ding da bewegen, ne? Weil der Gegner. Ne, ich dachte, du wärst Gegner. Ja, jetzt kann ich das Teil hier nehmen und mich da einbewegen. Ah, was zum. So, nun. Okay. Hört die epische Musik direkt auf, ne? So, das sieht nach Abkürzung hoffentlich aus, ne? Oder nach Story. So. So, BD, das willst du nicht scannen? Das ist bisher das auffälligste, was wir ja gefunden haben, ne? Und BD denkt sich so, ne? So, ich glaube, da komme ich gleich wieder zum Dings hin. Aha, wo bin ich hier? Kein Plan. San, was? Was ist mal mit Namen? Eine Abkürzung. Okay, warte mal, wo war hier der? Oh, hier, perfekt. Halten wir einen Moment an. Na gut. Na, ich das hier vor heute, ne? Gehen wir weiter. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, wo wir da oben noch hinkommen, ne? Also Aussichtsdeck 0 von 2. Das ist Essensen. Nein, die sind immer die schwersten Dinger zu finden. Ja gut, wir haben ein bisschen hier weitergemacht, ne? Und keine Ahnung, wir machen dann weiter. Können ja noch versuchen, hier die Trophäe hier einzusacken, ne? Mit dem Ausweichen hier, mit dem fokussierten Blick, ne? Mit denen hier, also ist nur dadurch kommt man die Trophäe, ne? Ah, jetzt sind die wieder hier. Ah, ist aber gerade nicht so ein guter Ort hier irgendwie, um da zu grinden. Mach ich doch beim nächsten Part, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, wo wir ein bisschen weiter hier gemacht haben in der Story, ne? In der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen, ne? So viel ist jetzt hier nicht mehr übrig, ne? Also wenn da jetzt direkt der Boss kommt, dann ich hoffe nicht, da kommt schon direkt der finale Boss oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, sieht schon so nach Ende aus irgendwie. Kobo 98,1%, ja. Also keine Ahnung. Ich werde noch, weiß nicht, versuchen einige Sachen zu finden offscreen, aber höchstwahrscheinlich werde ich nicht mehr viele Sachen finden. Ich versuche noch mal mit diesem einen Ort, wo ich da hinfliegen kann, vielleicht, ob ich das hinkriege, ne, keine Ahnung. Aber ja, fürs Erste war es das hier, ne. Ich sehe euch in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weitermachen oder wenn ich hier ein paar Clips reinschneide, wie ich anderes Zeugs gefunden habe, keine Ahnung. Und sagt ciao, bis zur nächsten Folge, bye bye.